Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die fünfte Folge Alice Ellerbach. Und ja, ich bin gerade hier frisch aufgewacht, fertig gemacht und jetzt kann es eigentlich mit der Arbeit auch schon losgehen. Ich habe mir überlegt, erst einmal Maschinen starten und die Hühner füttern. Ich habe ja letzte Folge war das glaube ich angesprochen, wegen der Zeitskalierung. Ich zeige euch heute noch was. Heute gibt es noch eine kleine Tour oder so. Aber vorher immer noch die Hühner füttern. So. Einfach rückwärts fahren, geht schon. Jo. Wir fahren heute noch ein bisschen in der Stadt herum. Letztes Mal waren wir ja bei Meierhof drüben. Und diesmal müssen wir noch kurz zum Händler fahren. Was herbringen. Weil ich habe mir was angeschafft. Dafür brauche ich jetzt den Traktor. Weil ohne so Front-Hydraulik geht das leider nicht. Also nee, wartet, da muss ich kurz ein bisschen Geschwindigkeit runternehmen. So. Also, ich habe jetzt noch gehört, dass es hier ein LU gibt und eine BGA. Und da will ich heute hinschauen. Ja. Aber zuerst, wie gesagt, müssen wir zum Händler. Und ja. Ich habe mir übrigens ein Lenkrad bestellt. Das kommt jetzt irgendwann hoffentlich bald an. Weil da kann ich auch besser fahren und alles. Jetzt spiele ich ganze Zeit mit Tastatur. Und da wollte ich nochmal anmerken. Ah ja, wie gesagt, im Hinterhof. Oder hinter dem Stehplatz oder so. Hat er gemeint. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Timer zu stellen. Wartet. Einmal starten. 25 Minuten Timer. So, erst einmal das Frontgewicht anhängen. Es geht schon richtig an. Weil eigentlich wollte ich mir einen extra
Hab's. Warte, ich schau kurz noch mal in den Kalender. Nee. Ja, rein. Ich hab mir einen Striegel gekauft. Hier die Striegel entfernt der Unkraut von den Fellen. Warte, ich lass den kurz da, die Sachen. Ich glaube, dass ich das Falsche genommen habe. Ja. Eigentlich wäre es halt unnötig. Macht ja nichts. Ich hoffe nur, dass ich bald das Gras mähen kann. Es ist ganz wichtig. Aber ich meine, warte, wir können ja mal schauen. Sag, was dann noch immer. So. Ich muss mich eh noch erkundigen, weil eigentlich will ich ja. Ja, Kühe halten. Aber dafür muss ich mich erkundigen, was man da vorher alles braucht, bevor ich die Kühe überhaupt hole. Ja, ich meine den Kuhtransport, ja. Ich meine ja auch irgendwo Leim, bestimmt. Bei irgendeinem Hof oder so, sicher. Warte, ich mach mal lieber die Scheune zu. Mistkübel. Aber wenigstens lassen wir dieses Mal nichts abholen oder so. Wartet kurz, ich muss gerade schauen. Okay, da passt alles. Sollte mal auch auf der Reise runtergehen. 40, 30. Ich find's richtig geil, dass die Wiese
Also, dass meine Großeltern dann noch die Wiese in so Stacheldraht oder was das ist, eingeteilt haben. Weil so ist es abgetrennt von den anderen. Und man weiß auch dann, wo die Grenze ist. Also, ja. Ich habe eigentlich eh die Karte, wartet kurz. Einmal auf die Karte schauen. Ah, da ist mein Hof. Da waren wir letztens. Hier müsste das LU sein, heißt einmal so runter und dann. Ja, okay. Ups. Okay. Oh, das sehen wir jetzt schon, die Kartoffelmaschine. Eine Kartoffelroder. Aber wir fahren mal auf den Hof drauf. Mal schauen, ob da jemand da ist. Eigentlich darf man ja eher vom Hof drauf fahren, hat's glaube ich geheißen. Das Auto ist so da. Aber. Hallo? Da ist nirgends eine Maschine außer die. Hallo? Okay, niemand da. Aber wir können es uns trotzdem mal anschauen. Das ist auch schon eine große Maschine. Soweit ich weiß, müsste das eigentlich ein Rübenernter sein. Ja. Laufen wir mal rüber zur anderen. Das glaube ich. Ja, das müsste eigentlich noch dazu können. Mit so einem Zelt wäre das ja kein richtiges LU, wenn nur der eine Maschine da wäre. In Case. Entweder ist da Dünger oder Kalk drin. Aber ich glaube, das Dünger und das Kalk oder umgekehrt. Haben die gut gemacht. Und das Sämaschine. Und ein Fans, so gehört sich das. Und halt die Kartoffel, den Kartoffelroder oder was das ist. Immer weiter. Das sind zwei riesige Mähdrescher. Also wirklich. Wieder zwei Fans, die haben echt viel Geld. Also. Und zwei Gruber. Ja, passt eh. Eigentlich drei Gruber.
Das ist ein anderer Feind als die anderen. So. Und drei Anhänger mit Fans vorne dran. Die müssen echt mächtig viel Geld haben. Vor allem, weil sie so viele Fahrzeuge haben. Warte, ich hüpfe da über den Zaun. Ups. Ich habe mir eine Motorsäge gekauft. Ja, weil ich will eigentlich noch was machen. Und ich habe den Anhänger verkauft. Den kleinen. Fürs Auto halt. Fahren wir mal zur BGA, weil ich müsste noch ungefähr wissen, wo das ist. So. Warte, ist der bewohnt? Oder kann man sich den anschauen? Eigentlich wäre man ja nicht so fremde Höfe. Aber... ja, passt so. Okay. Ja. Naja, warte mal. Doch. Ja, gut. Ich glaube, da hat ein Bauer wieder mal aufgegeben. Was schade ist, aber... kann man ja nichts machen. Ja, da vorne ist die Biogasanlage. Jetzt müsste ich da irgendwo reinbiegen können. Ja, da. Da. Eigentlich müsste die Biogasanlage betretbar sein für so Landwirte. Steht auch ein Auto. Zack, die könnten da mal eine Parkplatzerweiterung machen. Warte, ich schau mal da rein, nicht, weil das mich ja keiner sieht. Glas, okay. Aber die haben auch ordentliche Maschinen. Also wirklich. Der JCB ist nicht so meins. Anhänger ist dafür groß. Warte, ich kletter mal da drüber. Ah. Jo. Krone, mehr. Und ein Radlader, aber der muss eh bei jeder Biogasanlage dabei sein. Warte, diesmal klette ich da. Warte. Ups. Aber die haben auch große Silos, also wirklich. Ja, fahren wir mal wieder nach Hause. Gut, dass noch nicht die Felder oder die Wiesen fertig sind.
Sonst wäre das echt schwierig, dass ich mir das jetzt anschauen hätte können. Weil warte, ist ein Hof? Ich schau da kurz rein. Weil sonst wäre da sehr viel los. Wegen Mehrarbeiten und alles. Und dann hätte ich gar nichts machen können. Ach, das ist kein richtiger Betrieb, das ist nur so Unterstand für irgendwas oder was. Oder Ballenverkauf, keine Ahnung. Nur so als kleine Info am Rande. Yes. Ich glaube, also es könnte sein, dass ich meinen eigenen Hof erstelle. Also dazu bauen lasse, also weiß noch nicht. Nur so als Info, dass vielleicht ein neuer Hof auf die Karte dazukommt. Aber dieser Hof wird dann ohne Stall sein. Weil es gibt eh genug Ställe schon und man kann keinen weiteren platzieren. Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Warte, ist das auch so zum... Eigentlich will ich ja also zwei Projekte haben, aber ich weiß nicht, was ich, also derweil weiß ich noch nicht, was ich machen könnte. Also ist das so eine Sache. Schnell überholen, ja Mann. Gibt's auch 100 Kamera, ja mal, 100 Kamera. Mal schauen, was die Kiste hergibt. Geht. Das geht schon 100, 100, 100. Ja, gilt das 100, sagen wir mal. Ich überlege, dass ich vielleicht das Feld hier schön gerad mache, hinten ein bisschen runter, und da halt dann einen Hof dazu baue. Aber gleich ist die Folge eh vorbei. Das ist gleich 4 Minuten. Deswegen kann ich hier nicht mehr so viel machen. So.
Und die war zum Glauben halte ich mich natürlich. Jetzt habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass wir Eier bekommen haben. So. Einmal ist zwar kaputt, aber macht ja nichts. Ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe, aber ich werde wahrscheinlich hier ein paar Gutes hinbauen für meinen Pickup. Okay. Einmal umgestoßen und mit voller Kraft. Ah. Warte. Yes. Okay, jetzt passt. Ja, ich leg das jetzt mal daher. Weil ich will ein bisschen Holz machen. Der Baum muss jetzt sowieso für ein paar Wurzeln dann reichen. Und ja. So. Nehmen wir mal den Deutsch. Ah, was mache ich denn? Warte, ich glaube, ich stehe was um. Mache ich aber in der nächsten Folge. Ich gebe noch das Holz rein. Und dann sind wir fertig. Wenn den Anhänger passt, mehr Holz als auf dem Pickup. Ich hoffe, das ist keine Copyright-Musik, aber müsste eigentlich nicht sein. Da müsste keine Copyright-Musik sein. So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bleibt schlau. Ciao, ciao.